Weine von Kylie Minogue. Vielleicht keine Überraschung auf der traditionell promilastigen Messe Pro Wein. Dass Kylie höchstpersönlich nach Düsseldorf kommt, ist dann doch überraschend, aber wohl auch einfach die mit Abstand beste Werbung für ihre Weine. Well, yeah, I've had a very lovely welcome to Düsseldorf, so it's nice to be back in Germany for a start. And I think if we'd had the opportunity to be at a Pro Wine event last year, we probably weren't ready. You know, we're building as a brand, and I feel like this year was the perfect time, and we've had a great time. Allein ihr Name würde aber nicht reichen für den Erfolg, glaubt der Pop-Superstar. I absolutely do not think that the success of Kylie Minogue wines is because of my name. It was essential that the quality was in the bottle. Beginning and not the end of the story, but the beginning of the story, that quality is paramount. Seit erst wenigen Jahren befasst sich die Allround-Unternehmerin mit der Produktion von Weinen, ist aber inzwischen in praktisch alle Schritte aktiv eingebunden und lernt dazu. I still consider myself a real beginner. For me, it's like I've got my day job, making music and performing and all of that. So this is brand new for me, but I am very involved and very passionate about learning and developing. And I'm in it for the long run. Wirklich überraschen konnten wir Kylie mit keiner Frage rund um ihre Weine, aber am internationalen Tag des Glücks gibt uns Kylie Einblicke, was sie wirklich glücklich macht. It's probably the little things. Don't get me wrong, I am in my happy place on stage performing to thousands and thousands of people. That is one happy place. Getting a call from someone you haven't heard from for a while, waking up and it's a good day, having new experiences, that's a good one. Otherwise, I love having a glass at the end of the day with my family in Australia. Ein paar Hallen weiter, dann die nächste Prominenz. Nova Meyer-Henrich kennt Kylie noch sehr gut aus den Moderatorinnenzeiten beim Musik-TV-Kanal Viva. Und auch Nova macht inzwischen Wein. Ich bin ja auch ein sehr neugieriger Mensch. Ich möchte dann wirklich auch alles wissen. Dann die Rebenpflege, ich war zu lesen natürlich da. Und natürlich das Spannendste hinterher, die Küvettierung und das Zusammenstellen. Ich kann das mit dem Ausspucken noch nicht so wirklich. Der Winzer, dem geht es ja hinterher immer noch gut. Ich bin dann so eher waagerecht durchs Weingut danach gegangen. Ein paar Fotos noch und dann ist der Auftritt des australischen Superstars Kylie Minogue schon wieder vorbei. Ein bisschen Glamour aber glitzert auf jeden Fall nach. In Halle 10 auf der Pro Wein in Düsseldorf.